So, Spiel ist auf jeden Fall live, hier wird geneift. Rosen natürlich. Und wir sehen Nuke, freut mich, um eine andere Map zu sehen, nicht nur Inferno. Audio-Video ist angeblich immer noch asynchron, habe ich jetzt das zweite Mal gelesen. Ich hoffe, dass es nicht bei allen so oder irgendwie generell. So, auch cool jetzt mit dem Wallhack und so. In der Hoffnung, dass ihr nichts abkackt. Schon wieder wegen BH geflammt. Das ist halt ein Feature. Ich find's gut. So, sieht man eigentlich so ein bisschen mehr vom Spiel. Und dann geht's außen durch. Bin aber zurückgedrängt, stehe schon richtig viel Damage bekommen. So, in Halle ist es jetzt. Sind die T's drin. Und Halle wird auf Retake gespielt. Da wird man, will man sich anscheinend Streben boosten. Wollte zumindest. Eingenommen, Retake läuft. Oh, SMN. Nimmt noch einen mit. Und Disruptor 101 gegen Tau B. Erhöht die Steps. Tau hat kein Kit. Oh, Disruptor macht's gut. Geht die wieder defensiv. Und kein Kit für Tau B. Runde für Faculty. 1:0 als Terror. Es ist schon wieder buggy. Kann wieder nicht wechseln. Echt ist zu spielen. Oh, kann nur ein FF-Split liegen. Naja. Kann ich jetzt nichts machen. Kann später vielleicht nochmal kurz online und wieder offline gehen oder sowas. Aber wirklich viel kann ich da nicht fixen. Bisher läuft zumindest ganz gut, wenn man das Overlay nicht aktiviert hat oder nicht ausgelöst hat. Scheint auf jeden Fall gerade der einzige Tipp zu sein, der funktioniert. So, wir sehen übrigens eine AK bei SFN. Der gerade gewechselt wird. Ne, Moment, andersrum. Die CTs haben gekauft. Warum? Wieder Halle. Mann! Das ist ein scheiß Spiel, ey.
So, wenn wir drauf, habe jetzt mal dieses Multicore-Rendering ausgemacht. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Keine Ahnung. Nächster Versuch. Mal schauen, wie es lange ist. Wie lange es jetzt hält. Score anscheinend immer noch 2 zu 1, also noch in derselben Runde. Steh, stirbt. Erste Runde für Silver Forge. Ne, aber doch schon die nächste. 2 zu 2. Muss ich auch erstmal an das Overlay gewöhnen. Jetzt seht ihr auch übrigens die Zahlen. So ganz klein, ich weiß nicht, ob ihr sie auf dem Stream erkennt, aber im Overlay neben den Spielern stehen die Zahlen. Wenn ich die drücke, dann komme ich direkt zu dem Spieler. Kann also instant durchswitchen. Viermann Rampe. Im ersten schöner Molly. Vereitelt somit den Rush. Halle geht's rein. Check, die war hier anscheinend in der Eco. Lauter machen kann ich mich leider nicht. Die Dead MR. Bin schon auf Maximum. Kann gut sein, dass dein Stream buggt. Einfach die Lautstärkeregler leise laut machen. Stream reload. Dann sollte das gefixt sein. Ist irgendwie so ein Twitch-Bug, der seit einer Zeit existiert. Sieht nach einem Halle-Rush aus. Sind schon drin am T-Schacht. Ah, Frags fallen auch. Boah. Schöner AWP-Frag und Deagle hinterher. Jetzt ist aber gesmoked. Unterzahlsituation für Faculty. SMN passt nach hinten auf. Aber SMN jetzt nur noch 4 HP gegen 2. Beide 100 HP. Beide mit Kit. Hört die Leiter. Ah, Bombe liegt am CT-Schacht. Sie auch bekannt. Da kommt die vielleicht aus dem Schacht. Und der hat ihn, glaube ich, sogar. Ne, hat ihn mit HE gemacht. 4 zu 2 für Silverforge. Ist das ein Source-Team, frage ich mich. Ich vermute einfach mal, dass es alle Source-Spieler sind. Aber was mich interessieren würde, ob es ein Team ist. Oder nur ein Mix. Faculty hat ja gestern erst ihr neues Lineup vorgestellt. Was wir jetzt hier das erste Mal in Aktion sehen. Oder zumindest das erste Mal auf meinem Stream in Aktion. Wieder geht's hell ab. Und Bombe gelegt. Sehr schöne 1-6-Taktik, müsste man sagen. Also hat man oft in 1-6 gesehen. Natürlich wahrscheinlich auch in Source, einfach weil man in Source den in die Schächte einfach runterlaufen kann. Und das hier auch geht in der VE-Version. Also bietet sich immer an, schnell die Halle zu rushen und über die Schächte nach unten zu gasen. Wird man auch, glaube ich, recht häufig sehen in Zukunft. Bombe gelegt, 5 zu 2 und Geld ist auf jeden Fall vorhanden bei Faculty. Da sehen wir es alle mit 6 bis 8000 am Start. Verworfen. Ist ja irgendwie so die neue Variante, die Tür aufzumachen. Einfach mit HE, mit Flash geht er leider nicht. Sondern man muss die Tür wegsprengen. So, Forum über Retake kommt schon. Halle wurde diesmal defensiv auf Retake geblockt. Vorland kommt über den Schacht. Aber steht. Ich dachte, Steh wäre irgendwie der Ersatzspieler, aber egal, ich stehe im 1 gegen 3. Das Schacht raus. Oh, aber Taubi hat aufgepasst. 6-2. Faculty versucht aber irgendwie immer über die Halle. Sollten vielleicht mal ein bisschen umbauen, Rampe gehen, außen was machen, irgendwie sowas. Wobei sie in die Halle eigentlich recht easy reinkommen, ist aber vor später mehr auf Retake. Schöner Molly gegen die Tür. Disruptor, schöner Headshot. Jetzt geht's noch über außen.
in die Main rein wahrscheinlich. So, Bombe bei Asmo. Aber unten kommt schon wieder einer hoch. Dann kennt Sven, aber die Bombe kann safe gelegt werden. Sven nimmt einen mit, aber der Schachtspieler auch bekannt. So, flecht sich raus. Und will durchziehen. Boah. Schön gemacht von Stefan. Aber wie Fackel die Runde wieder abgeben kann. Unglaublich. Also, sie kommen immer gut zum Bombplant, aber die Verteidigung sitzt gar nicht. Refrag außen. So, scheinbar will man wieder Halle gehen. Flash von Asmo. Schöne Flash-Doppel. Asmo ist aber noch blind. So, wieder aus dem Schacht einer. Aber Frags Reflex fallen. Macht echt einen guten Job, führt er auch sein Team zurecht an und sehr schöne Entscheidung, jetzt runter zu gehen. Jetzt können sie es gut ausspielen. SMN hat den Spieler gehört. Macht auch den Frag und jetzt nur noch Fallen im Schacht. Asmo weiß, wo er ist. Die Bombe liegt aber nicht so gut. Ah, macht das gut. Geht kein Risiko ein. Und ja, eh finde ich den. Schön gemacht von Asmo. Schönes 2 gegen 2 runtergespielt. Dritte Runde für Faculty. Die hier wahrscheinlich auch noch nicht so lange am Trainieren sind. Die scheint auch nicht im Vereinsheim zu sitzen, wenn man die Pings anschaut. Ich kann auch echt Probleme, die Namen zu lesen, muss ich mal sagen, im Wallhack. Also das bringt fast gar nichts. So, Tür wird wieder aufgemacht. Kirby wird da wohl verzögert über außen kommen. Und jetzt zieht sich doch mal zurück. SMN deckt ein Radio, hält er die Pushes auf. Oh, da hat man es gerade gesehen, den Move. Alle gesmoked. Oh, Asmo passt auf unten. Hat man gerade wunderbar am Wallhack gehört. SMN macht dort den Rampeschieber. Jetzt könnte man eigentlich mal Halle gehen. Rampe gehen. Aber man entscheidet sich wieder für Halle. Und Taubi schon von hinten. Und der kann sie jetzt reißen. Macht aber Steps. Macht den ersten. Zweiten. Bombe. Oh, schöne Runde von ihm. Jetzt nur noch Kirby und Asmo. Asmo stirbt. Jetzt Kirby, der 1-6ler. Kann das drehen. Hat 100 HP. Boah. Kriegt die Bang-Hits. Tür geht auf. Boah, schade. Oh, macht nicht mal viel Damage. Schade. Also Serverforge verteidigen hier schon ziemlich gut, muss man sagen. Allen voran Stefan. Und Kirby stinkt hier leider ein bisschen ab gerade. Dass ich damit stehe. Ich glaube, der Molly sollte in die Pommes.
Der war auf jeden Fall effektiver. So, Kirby hat auf jeden Fall immer denselben Job, außen ein bisschen Trouble zu machen und dann geht's Halle rein. Und das schaffen sie wirklich immer gut. Es hapert halt nur an der Verteidigung. Wenn sie das gebacken kriegen würden, die Bombe mal gescheit zu verteidigen, wenn sie liegt, dann würde es wesentlich besser für Faculty aussehen. Und das ist wirklich das Krasse, was sehr eigenartig und neu für ein Sechstel ist, dass man einfach im Schacht super schnell unterwegs ist. Man kann extrem schnell nach unten, man kann, wie man es gerade gesehen hat, runter und dann sieht man, ah, da wird geblockt, geht man direkt wieder hoch. Braucht einfach so wenig Zeit. So richtig kontrolliert sieht das alles noch nicht aus bei Faculty. Zu viel Gewusel drin. Zu viel Durcheinander. SMN scheint sich aber auch für den Buffer safe zu entscheiden. Auch wenn es nur eine Galil ist. Können wir die Mates kaufen? Nein, es sieht nicht so aus. So, nicht so, ne? Faculty versucht zu beaußen. SMN mit der Galil. Und sie gehen außen runter, schaffen das auch. Mit relativ wenig Gegenwehr, wenig Schaden bekommen. Aber guter Molly. Und da sieht man es einfach, wie schnell Taubi da unten ist. Jetzt hat Faculty auch schon kaum Chancen mehr, die Runde zu gewinnen. Also, Silverforge drücken schon relativ gut. 10 zu 3, Faculty dürfte wieder mit Geld gesegnet sein. Kirby ist ein 1-6er, ja. Das MR. Hat sich jetzt immerhin auf 14 Punkte hochgekämpft. Führer aufgesprengt. Oh, Asmo First Track. Den zweiten macht er leider nicht. Und wieder stehen sie gut in der Halle. Da scheinen auch Gegenflächen geflogen zu sein. Da waren einige blind an der Tür. Nur noch Schnee und SNM. Nur noch Schnee. Bombe Halle down gegen zwei. Bin mir nicht sicher, ob er weiß, wo der. Ah, ob der, der, der. Bin mir nicht sicher, ob er weiß, dass da ein Spieler am Anti-Cat ist. Sieht aber nicht so aus. Keine Chance, wenn 11, macht's 11 zu 3. Also, ich verstehe wirklich nicht, warum man hier so oft die Halle anspielt. So oft, vor allen Dingen schnell. Vorhin hat es viel besser geklappt. Wenn Kirby allein außen Stress macht, dann ist man nach Halle reingekommen. So ein Halle Rush hat einfach noch nie funktioniert. Sollte man viel mehr variieren. Auch mit. Die Rampe habe ich jetzt bisher noch gar nicht gesehen. Einmal wurde sie vorhin, glaube ich, angerusht. Da kam Molly. Und das war es bisher. Da sieht man auch wieder so einen Stop-Molly. Und da sieht man, zack, Taubi unten in Schacht und hat instant unten. Einfach super krass, wie schnell man da verschiebt. Und die CTs. Also, es ist auf jeden Fall ein neuer, interessanter Gang. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen, ob es jetzt CTs bevorteilt T ist. Auf jeden Fall interessant, auch Neuerungen zu sehen auf den Maps. Das macht das Spiel wieder ein bisschen interessanter von den Taktiken her. Ist ja sehr viel möglich. So, jetzt wieder Halle drin. Und Kirby macht den Frag im Radio nicht, somit ist hinten nach hinten nicht gedeckt. Die beiden Ts machen das einzig Richtige, versuchen über den Schacht zu kommen. Oh, Asmo stirbt noch und jetzt so ein Disruptor mit 20 HP. Gegen vier Spieler. Wir haben sogar einen Kit. Oh, ist auch angesagt, stirbt direkt. 12 zu 3. Was eine Halbzeit von Silverforge. Gefällt mir, haben wir wirklich souverän verteidigt.
Wobei man sagen muss, Facultys T-Spiel hat mir nicht gefallen. Auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber mal gucken, vielleicht stehen sie als CT mindestens genauso gut. So, My Revenge ist auch raus. Ein Blick aufs Score für die, die es interessiert. Oh, Faculty. Uiuiui. Aber das Steh kommt das ansagen, dass sie außen runter sind. Blocken das jetzt auch schon gut. Standen schon ziemlich gut da. T ist noch im Schacht. Das Chopter schiebt auch noch rüber. Oh, hat er den Fuß gesehen? Das gegen Stefan. Nur Sven und Stefan. Ist ja mal auch nicht die Bombe. Die muss da irgendwo liegen. Ach, SMN stirbt. Boah, Nasmo stirbt auch. Jetzt nur noch Kirby und Steh. Kirby auch nur noch mit 10 HP. Also, das könnte T sogar machen. Steh auch schon angehittet. T ist entscheidend, sich auch nochmal hochzugehen. Sind auch super schnell unterwegs. Vielleicht nochmal in die Halle. Bringt jetzt zwar gerade nichts, aber gut. Warum wird gelegt? So, Steh steht am Kette nur nach Kirby mit 10 HP. 1! Oh, Sven ist da. 13. Runde schon für Silverforge. Und die Pistol, wie konnte man die bitte noch außer Hand geben? Da hat aber einfach nur auch der Support gefehlt dort im Aquarium, wenn man es mal so noch nennen will. Der eine Spieler rechts hat er einfach, ist einfach gestorben, ohne Refrag, ohne gar nichts. Kein solides Teamplay bei Faculty am Start. Die Pistole hätte man nie im Leben abgeben dürfen. 4 gegen 2 Überzahl war das, glaube ich. Ah, ich kann wieder nicht switchen, tut mir leid. Wieder net Tab. Ah, ne, einmal Tab drücken klärt. Okay, gut zu wissen. Steht zwar noch, wird jetzt aber überrannt. SMN schon im Schacht. Ah, muss jetzt in der Pommes aufpassen. Uiuiui. Vollen hat aber dicke Probleme. Mann, Mann, Mann. SMN kommt an die Waffe. Simon heißt er, glaube ich, ne? Safety auch und Disruptor könnte sich da. Taubi zielt vor. 14. Runde auf jeden Fall schon mal für Silverforge. Die Flashes geht noch. Ich dachte, die sind nicht möglich in Go. Dass man in die Halle reinflashen kann von außen. Boah. Sie einfach aufräumen und schon den Molly haben. Kirby nimmt auch gerne mit. Das ist das Draw für Silverforge. Faculty unter mehr als nur Druck. Stehen hier kurz vor dem Ausscheiden. Sehr interessanter Cup, muss ich sagen. Guten 1-6-Teams sind schon raus. Mit Kirby fällt jetzt auch der nächste Spieler aus dem Raster. My Revenge ist raus. Bot Party raus. Also, hier scheint gerade nur noch
ehemalige Source-Spieler drin zu sein. Gegen 3. Alle eingenommen und Sven mit einem wichtigen Duell gegen Radio. So, der Spieler entscheidet sich aber nochmal wegzugehen. Bombe wurde noch nicht gelegt. T ist gut am Abdecken gerade. So, muss Main aufpassen. Jetzt relativ easy legen. Also am Ende hat er gedacht, dass sie nochmal runtergehen. Man wird gleich über Schacht kommen. Und Sven steht. Faculty kurz vorm Ausscheiden. Asmo gegen Stefan. Stefan über Cat. Boah, ein Asmo rechnet gar nicht mit. Er hat doch keinen Kit. Muss es erst picken. Oh, Asmo mit Headshot. Krass, und er schafft es. Vierte Runde für Faculty. Kurz vorm Rausliegen. Schaffen sie es nochmal eine Runde zu holen. Aber ob das reicht? Fraglich. Hätte ich halt echt mal gerne so einen Free-Look. Ob die vielleicht wirklich funktioniert. Ich meine, indem ich mal gelesen habe, dass das nicht mehr geht. Und so ist was, ist, soweit ich weiß, nicht mehr möglich. So, 3 gegen 3. Faculty auf jeden Fall mit der Chance, noch eine Runde zu erwischen. Das im Endeffekt steht gegen Tür. Sehr schön. Gut gespielt von Kirby, holt viel Zeit raus für den Mates, stirbt nicht. Und fallen am Spot. Ah, Faculty jetzt auch mit 3 Mann überlebt. Können ja ein bisschen Geld aufbauen, ein bisschen legen. Allerdings Silverfoot nochmal die Bombe gelegt und die können auf jeden Fall kaufen, wenn man sich das Geld anschaut. Einzig Stefan könnte vielleicht nur mit Galol rumlaufen, aber sonst sollte Geld vorhanden sein. Und ich muss übrigens sagen, Spiel noch nicht abgekackt. Es scheint wirklich was gebracht zu haben, mit dem Multicore-Rendering auszumachen. Meine CPU-Last ist auch wesentlich niedriger. Könnte natürlich auch an der Map liegen, aber pff, kein Plan. Ah, haben doch eine Deagle-Echo eingelegt. Das überrascht mich ein bisschen. Dass man hier nicht gekauft hat mit dem Geldstand. Was ich noch kurz testen wollte. FPS sind noch grün, also im besten im grünen Bereich. Und Stefan mit der AWP, keine Bombe. Die scheint da irgendwo zu liegen. Aber ich sage, mit Overlay ist schon mal wesentlich angenehmer. Auch mit dem WH. Auch wenn das Schimmern vielleicht ein Ticken dezenter sein könnte. Oh Leute, ich wollte gerade sagen, also man muss ihn doch da sehen. Überlegt jetzt, ob er eine AWP mitbringen soll. Lass uns aber. Faculty mit 6 Runden. Und da habe ich gerade die 1000 Viewer geknackt. Geil, Jungs, auf geht's. Halle Rush von Silverforge. Disruptor nimmt keinen mit, macht immerhin Damage an Taubi.
jetzt mal gute Granaten. Von hinten. Oh Mann. Das sieht nicht mehr gut aus. Jetzt sind bald ein paar Fracks kommen. Sehr schön von Steh. Steh steht nicht. Da ist es, das GG. Silverforge zieht in die nächste Runde rein. Faculty ist auch raus. Viele namhafte Teams haben es hier schon erwischt. Schade. Faculty wurde ja gut gehandelt hier als Favorit mit auf den Cup.